Hallo, ihr flirtwilligen Singles da draußen. Horst Wenzel hier für dich von der Flirt University. In dem heutigen Video geht es um einen ganz, ganz häufigen Fehler, den viele machen, wenn sie auf neue Menschen zugehen. Und wir befinden uns in unserer Serie mit häufigen Fehlern, die beim Flirten gemacht werden. Heute geht es um das Thema Ratzfatz und weg. Worum es da genau geht und wie du das vermeiden kannst, diesen Riesenfehler, das erfährst du jetzt. Also wart's ab, in ein paar Minuten weißt du mehr. Jawohl. Und zwar bei ganz, ganz vielen Männern, aber auch bei vielen Frauen, die erstmal vielleicht ein bisschen schüchtern sind, stellt folgendes Fehlerkonstrukt fest. Nämlich den Ratzfatz und Weg-Error nennen wir ihn. Also Ratzfatz und Weg heißt, dass die Leute so aufgeregt sind, dass sie vielleicht wem anders gerade jetzt ein Kompliment machen oder überhaupt auf wen Neues zugehen, den sie attraktiv finden, dass sie am liebsten direkt wieder fliehen wollen. Und dieser Fluchtinstinkt, der ist ganz häufig. Wie du ihn vermeiden kannst, das werden wir jetzt besprechen. Ja, für ganz viele Singles ist es natürlich so, wenn sie auf wen zugehen, den sie super attraktiv finden, dann ist das Thema mit Stress, mit Anspannung, mit Nervosität verbunden. Und wir wollen halt als Flirt University, dass für dich das Flirten mit neuen Leuten eher mit Spaß und mit Lockerheit verbunden ist. Und zu Lockerheit gehört natürlich auch so eine gewisse Gelassenheit. Also, dass du wirklich ganz in Ruhe mit den Leuten redest. Und bei Ratzfatz und Weg, das ist ein häufiger Flirtfehler, den wir jetzt in dieser kleinen Videoserie hier besprechen. Da geht es wirklich darum, dass man möglichst schnell wieder weg will. Man hat diesen Fluchtinstinkt und fängt dann zum Beispiel auch an, nicht mehr ruhig zu atmen. Also als allererstes achte da auch auf deine Atmung und darauf, dass du vielleicht weit entspannt weit atmest. Ich sehe das häufig in Videoanalysen bei unseren Flirt-Workshops, dass dann die Leute, dann wird die Stimme ganz hoch und dann sind die, hallo, ich finde dich attraktiv. Und vergessen wirklich durchzuatmen und überhaupt Ruhe mitzubringen in die Gruppe. Das heißt, sie stressen eher andere Menschen dabei, wenn sie diese kennenlernen. Und das sollst du natürlich tunlichst vermeiden, weil das natürlich eher dafür sorgt, dass die andere Gruppe dann möglichst schnell keinen Bock mehr auf dich hat. Das zweite ist dein Sprechtempo. Also hier gerne ein bisschen langsamer. Und das dritte ist die Einstellung, andere Menschen genießen deine Gesellschaft. Wenn du davon ausgehst, wirst du das auch bei anderen sehen. Wenn du hingegen dich eher als Störfaktor siehst, dann willst du natürlich auch ganz schnell wieder weg, weil du willst andere natürlich nicht stören. Und ich traue dir zu, dass du so empathisch bist, dass du natürlich mitkriegst, wenn du anderen auf die Nerven gehst. Deswegen kannst du dich dann natürlich immer noch zurückziehen. Also beachte diese drei Tipps und bringe ein bisschen mehr Ruhe in deine Flirts. Neue Menschen, die du kennenlernst, werden es dir danken, weil ganz häufig, was nämlich passiert, auch das ist so ein Nebeneffekt von diesem Ratzfatz und Weg, ist, dass man nur noch so versucht, sein Zeug abzuladen, ja, das, was man vielleicht sich überlegt hat für einen tollen Spruch. Sprüche sind eh nicht das Beste zum Flirten, aber nichtsdestotrotz, viele haben natürlich irgend so ein Konstrukt, was sie sich vielleicht zurechtlegen, um jemanden anzusprechen. Dann machen sie vielleicht noch irgendwie kurz ein Kompliment, fragen vielleicht zwei, drei Sachen ganz hektisch und dann sagen sie so, ja, ich muss jetzt mal wieder los. Und das ist Ratzfatz und Weg. Das ist auf jeden Fall nicht besonders attraktiv. Und wenn ich abends rausgehe, dann merke ich das mehrfach, dass sowohl Männer als auch Frauen, wenn sie vor jemandem anders stehen, den sie attraktiv finden, eben in diesen Ratzfatz- und Wegmodus kommen, also möglichst schnell wieder flüchten wollen. Und was du dir wirklich sagen kannst, ist, die anderen genießen das jetzt hier mit mir. Ich achte auch ein bisschen auf meine Atmung real und ich aber auch nehme mir auf jeden Fall die Zeit und spreche dann auch ein bisschen langsamer. Das sorgt grundsätzlich dafür, dass da ein bisschen mehr Ruhe reinkommt in die gesamte Situation und andere sich nicht durch dich so gestresst fühlen und das vielleicht mehr genießen können, das erste Kennenlernen mit dir. So, du kannst ja vielleicht mal hier unten kurz in die Kommentare reinschreiben, wie es bei dir so läuft, wenn du auf neue Leute zugehst. Und ich antworte natürlich auf alle Kommentare direkt auch persönlich. Falls du noch nicht getan hast, abonniere gerne diesen Kanal, denn hier gibt es immer spannende Tipps rund ums Thema Daten, Flirten und Kennenlernen. So, und hier auf dem Kanal der Flirt University machen wir jetzt weiter. Zwar einmal mit dem schönen Thema, wie du deine Gestik beim Flirten verbessern kannst und deinen nonverbalen Wortschatz richtig sexy machst. Und hier unterhalten wir uns über das Thema, wie du nicht in der Freundschaftszone landest. Also, bis dann, bleib dran, dein Horst Wenzel von flirtuniversity.de.